Das war nicht die Frage. Das war die Antwort. Eine Lernfrage und eine Verständnisfrage. Herr Nand, warum werden die deutschen Tornados eine Luftbewaffnung haben, wenn ISIS doch gar keine Flugzeuge hat? Wie Sie mögen. Herr Jung, der Schutz unserer Soldaten ist für uns das höchste Gut und dementsprechend ist es auch wichtig, dass sie sich auch in jeder Situation schützen können. Das war nicht die Frage. Das war die Antwort. Warum muss ein Flugzeug bewaffnet werden, wenn der Gegner keine Waffen und kein Flugzeug hat? Herr Jung, ich habe das gerade beantwortet. Herr Nand, warum sind die Weilheim und die Augusta eigentlich schon vor dem Bundestagsmandat, warum haben die sich schon in Bewegung gesetzt? Also hat man da keinen Respekt vorm Gesetzgeber? Herr Jung, militärische Planung ist natürlich wichtig, dass wir Vorsorge treffen. Und ich kann Sie beruhigen, jetzt nach der Entscheidung des Bundestages wird natürlich erst dann in den nächsten Tagen, ich spreche wirklich von in Kürze, die Fregatte Augsburg jetzt dem französischen Flugzeugträger unterstellt, also in dieser Gruppe integriert und wird dann auch dort den Auftrag wahrnehmen.